Der Pensionistenverband Niederösterreich hatte zur 18. ordentlichen Landeskonferenz in die Pilachtalhalle in Obergrafendorf eingeladen. Neben der Wiederwahl des Landesvorsitzenden Professor Hannes Bauer stand der 80. Geburtstag des Verbandspräsidenten Karl Blecher im Mittelpunkt der Veranstaltung. Der Pensionistenverband ist einer der besten organisierten Vereinigungen, die ich wirklich kenne, die auch darauf schauen, dass den einzelnen Mitgliedern wirklich gut geht. Die Senioren sind ja die sogenannte Aufbaugeneration der Republik. Werden sie ihrem Gefühl nach auch entsprechend gewürdigt? Dafür müssen sie selber immer wieder kämpfen, damit diese Würdigung Tatsache wird. Denn sehr, sehr lange waren die Seniorinnen und Senioren eine an den Rand gedrängte Gruppe der Presthoften, Armen, Kranken. Die heutigen Seniorinnen und Senioren, die sind aktiv, die sind viel gesünder als ihre Vorgänger, die sind kompetent, die sind engagiert und die lassen sich nicht an die Wand drängen. Und daher haben wir so starke Organisationen, die es durchgesetzt haben, dass die Seniorenvertretung jetzt ein neuer Sozialpartner ist, der überall bei Entscheidungsprozessen mit dabei ist. Wenn man ihn nicht einlädt, dann hauen sie am Tisch. Charlie Blecher, 80. Geburtstag. Das ist wirklich beachtlich und vor allem kenne ich ihn schon so lange auch. Und wir haben also begonnen in den 70er Jahren. Ich war beim Bruno Kreisky, seinem Team auch, also in der Wirtschaft und er in der Politik. Und es ist schon eine Freude, wenn ein Mensch in diesem Alter diese Rüstigkeit und diese absolute Fähigkeit, auch Dinge zu bewegen, besitzt. Und immerhin ist er ja nicht nur 80 geworden, sondern er ist auch einer der Mitgestalter des neuen Parteiprogramms. In Jung und als ich dann mit 40 im 73er Jahr die junge Generation verlassen habe, war auf einmal der Supercheats da und habe gesagt, so, dass du nicht früher mal einen Pensionsjob kriegst, trittst jetzt so gut bei den Pensionistenverband. Heute Landeskonferenz des Pensionistenverbandes hier in Obergrafendorf, eine wichtige Veranstaltung. Ja, da gebe ich vollkommen recht. Ich habe mich bis jetzt als Bürgermeister immer bemüht, für alle Menschen da zu sein. Nachdem ich diese Möglichkeit nicht mehr habe, habe ich mich auf einen bestimmten Bereich, Personenbereich, jetzt zurückgezogen. Ich werde die Pensionisten mit aller Kraft bei ihren Anliegen unterstützen und vertreten. Ich denke, dass wir jungen Leute viel zu wenig Rücksicht darauf nehmen, dass die ältere Generation sich sehr für uns einsetzt, was die Pensionen betrifft. Wir haben permanent einen Rückgang an Pensionshöhen und viele Jugendliche glauben selbst gar nicht mehr daran, dass es in Zukunft Pensionen gibt und dafür gilt es zu kämpfen und da ist der Pensionistenverband einer der wichtigsten Verbündeten für die Jugend. Das Pensionssystem gehört abgesichert für die, die es jetzt genießen, aber auch für die Zukunft und das ist sicher eine Hauptaufgabe, der sich die Sozialdemokratie in Österreich, in Niederösterreich stellen wird, auch in Zukunft.